Gut, jetzt habe ich ja schon euch und einiges andere kennengelernt. Das reicht mir aber noch nicht. Ich muss ja sehen, wie ihr arbeitet, wie euer Alltag aussieht. Und darum werden in anderthalb Stunden ca. 20 Testesser kommen. Und die werden euch kulinarisch auf Herz und Nieren prüfen. Gut. Machen wir. Ne? Ja, ich muss einfach wissen, wie ihr arbeitet. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei allem Respekt bei diesem Durcheinander arbeiten kann. Ist das so jetzt euer Team oder habt ihr sonst immer noch jemanden zum Helfen da? Ja, sonst haben wir immer zum Abruf jemanden da, aber ob die heute kann, weiß ich. Wer denn? Und dann kommt ab und zu mal die Barbara, wird dann ab und zu mal helfen. Der Sternekoch will den Streit von Markus und Barbara außen vor lassen. Zunächst. Wenn die da auch ab und zu hilft, dann kann ich auch sehen, wie gleich die Hilfen mit integriert werden. Okay, ihr Lieben, einverstanden? Ja. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Gut. Markus, Gerhard und Slavek machen sich an die Vorbereitungen des Testessens. Im Angebot typisches Imbiss-Food. Currywurst und Pommes. Aber 20 Gäste gleichzeitig gab es hier schon lange nicht mehr. Die Aufgabe kommt überraschend, aber wir werden sie ihn meistern können. Das ist klar. Aber um die Aufgabe meistern zu können, fehlt noch eine wichtige Hilfe. Barbara. Markus hat sich bis jetzt vor dem Anruf gedrückt, aber er muss über seinen Schatten springen. Wie kommt ihr jetzt klar? Bis jetzt sind wir ganz gut gestellt. Barbara schon erreicht? Nee, noch nicht. Muss ich jetzt noch anrufen. Komm jetzt, ran. Der 49-Jährige weiß, dass er bei Barbara Mist gebaut hat. Er muss für den Anruf allen Mut zusammennehmen. Hallo Barbara. Du, wir haben ja hier 20 Testesser. Hättest du mal für eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, uns hier zu helfen? Ja, klar, okay. Ich bin in 5 Minuten bei dir, okay? Okay, bis dann. Danke. Ja. Tschüss. Ciao. Gehen wir wieder rein. Der erste Schritt in Richtung Versöhnung ist gemacht. Währenddessen grillt Slavek die Würstchen. Naja, mehr oder weniger. Sind die Würstchen auch mal gebraten? Würstchen, ja? Ja, heiß. Ja? Das ist nicht so heiß jetzt. Warum? Warum? Da kommen 19 Gäste. Gäste kommt jetzt? Gleich. Ja? Ja. Würstchen und Pommes. Anscheinend kann man selbst bei diesem einfachen Klassiker eine Menge falsch machen. Die drei Herren vom Grill scheinen nicht genau zu wissen, wie sie sich organisieren sollen. Der Imbisschef und gelernte Schreiner kümmert sich jetzt um die hausgemachte Currysoße. Was ist das, Currysoße? Das ist Currysoße. Deine Currysoße? Das ist meine Currysoße. Hast du mal einen Loff auf? Jo, hier. Dein Rezept? Noch von jemand anders, der noch was dabei gemacht. Der Sternekoch behält seine Meinung über die Currysoße erstmal für sich. Obwohl Barbara mit Markus wegen des geliehenen Geldes im Clinch liegt, ist die 40-Jährige gekommen, um ihm zu helfen. Mir geht's irgendwie noch ziemlich durcheinander, warum ich jetzt zu Hilfe gerufen werde von Markus. Weil ich halt noch so in diesem enttäuschten Modus bin. Aber ich sag mal, ich bin bereit, ich bin zuversichtlich, will einfach wissen, was Sache ist. Hi Markus. Hi Barbara. Markus ist kein Freund großer Worte, aber er will Barbara nicht verlieren. Also hat der Freund schon mal was gesagt, das kriegst du gemacht oder du kriegst dein Geld. Okay, ich stehe halt echt auf Taten statt als auf Worte, genau. Weil das dauert ja, das jetzt 9 Monate schon. Ja, ja, aber du wirst dein Ding kriegen. Also, Ich finde das schön, dass ihr jetzt darüber sprecht und einfach so auch spontan seid. Ich habe einen Vorschlag. Wollt ihr das nicht morgen in Ruhe klären? Jetzt machen wir erstmal das eine und dann machen wir das andere. Okay. Gib mal Gas.
Barbara und Markus raufen sich zusammen. Jetzt heißt es erstmal, das Testessen zu stemmen. Als Team. Also hier, das ist doch hier dein Angebot, ne? Ja. Benz, Bratwurst, Currywurst, Portion Pommes. Puh, Salat mit Brötchen auf Anfrage. Das wird ja, das haben wir momentan nicht, weil die Anfrage zu wenig ist. Also Brötchen, Kuchen, Kuchen auf Anfrage ist auch geil. Komm, wir gehen mal zum Markus Kaffee trinken. Da gibt's immer Kuchen auf Anfrage. Ja, ist ja mal was. Oder? Ja, ist ja mal was. Ist ja mal was. So, hier unser Chef Bratwurstbreiter. Alles klar? Ja. Ach nee, da hinten kommen sie. Die Testesser sind da. Wenn sie denn den Weg finden. Nee, ich denke da hinten. Wo? Da hinten ist zwar nichts ausgeschildert, aber da hinten sieht man irgendwie so einen Schirm. Mindestens die Sonnenschirme, ja. Genau. Currywurst. Salat mit Windwurst. Brötchen. Ja. Ambiente sehr gut, alles top. Das Angebot allerdings ist dürftig. Also die Auswahl ist alles in allem schon relativ schwach, sag ich mal. Wie bei einem Imbiss üblich, herrscht auch hier Selbstbedienung. Ich hätte gerne Bratwurst, Pommes und eine Laugenbrezel und eine Cola. Bratwurst, Cola, Getränke da drüben, Laugenbrezel auch. Gastfreundlichkeit geht eigentlich anders. Bratwurst und Pommes. Ja. Markus und Slavek bereiten jede Bestellung einzeln vor. Nicht gerade eine effiziente Arbeitsweise. Sie stellen das da stehen. Während es an der Getränkeausgabe bei Barbara und Gerhard rund läuft, geraten Markus und Slavek immer mehr in Stress. Für Frank Rosin ergibt das ein klares Bild der Situation. Da arbeiten vier Leute, ja, und produzieren ein reines Chaos. Ein Bienenschwarm. Ja, 20 Gäste, 20 Currywürstchen, 20 Getränke. Wo ist denn das Problem? Und einer steht seit einer Stunde am Grill und passt auf, dass die Würstchen immer umgedreht werden. Oder dass vielleicht auch keiner den Grill klaut. Ja? Also, das ist kein effektives Arbeiten. Und so verdient man auch kein Geld. Der Sternekoch möchte den Ursachen auf die Spur kommen und holt Markus für ein paar Minuten raus. Doch was dann kommt, hat er nicht geahnt. Jetzt treffe ich dich. Und ich habe auch gesagt, ja, ich helfe, ich bin gekommen, um dir zu helfen. Ja, es ist einfach wichtig, dass wir offen zueinander sind. Du wirst es auch merken in den nächsten Tagen. Ich springe ja kopfüber in dein Leben hinein, weil ich einfach auch rausfinden möchte, was es noch für andere Beweggründe gibt, als zum Beispiel das Betreiben dieses Restaurants. Ja, da gibt es ja auch private Geschichten und diese ganzen Sachen, das sind ja Dinge, die jemanden beschäftigen wie mich, verstehst du? Um ordentlich mit meinem Team zusammen eine Analyse stattfinden zu lassen. Ja, das ist mir schon klar. Ja gut, dann sage ich es eben mal, ich habe Darmkrebs. Ein Schock für Frank Rosin. Und ich habe jetzt die erste Chemo hinter mir. Und die zweite fängt jetzt auch wieder bald an. Aber ich habe das Glück, dass der eben halt nicht so schlimm ist und dass wir den in den Griff kriegen mit Chemo. Ganz bestimmt. Und was ich aber nicht haben will, ist eben halt das Mitleid, ja. Weil das. Ja. Okay. Gut, ich respektiere das. Danke für deine enorme Offenheit und Dankeschön. Ich habe jetzt, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Aber es wird genauso kommen, wie du gesagt hast. Und machen wir einfach einen Punkt hinter. Ich möchte einfach als Mensch, Markus-Mensch, akzeptiert werden und nicht aufgrund einer Krankheit. Ja, ach, wie geht's ihm so schlecht oder jetzt ist das oder jenes oder welches. Das sind Schicksalsschläge, die jeden, leider Gottes, irgendwann mal treffen können. Und ich glaube, es gibt Schlimmere. Das macht natürlich einiges klar. Die Krankheit, also seine gesundheitliche Situation, spiegelt natürlich auch die Situation des Geschäfts wider. Und das muss man natürlich in Einklang bringen. Schwierige Aufgabe. Markus will das Thema seiner Krankheit außen vor lassen. Der Sternekoch und das Team respektieren das und richten das Hauptaugenmerk wieder auf das laufende Testessen.
Das ist bestimmt schon eine Woche altes Fett, oder? 6 Tage. Ja, ist angehend eine Woche. Ja, genau. Darum wird die Pommes hier auch nicht braun und nicht fertig. Es ist sehr, sehr wichtig, wie man Equipment einsetzt und wie man die Ware auch richtig zubereitet. Ja, das ist ganz wichtig. Viele Leute denken immer, Frittenbude, ne, ist doch kein, das kann doch jeder. Ja? Das ist ganz schön diffizil. Ehrliche Imbissküche oder billiges Fastfood? Die Testesser entscheiden. Die Wurst liegt schon zu lange auf dem Grill, weil die Haut tut sich abschälen. Ja, es ist halt mit den Würstchen ein bisschen gering und es ist halt auch Preis-Leistung ziemlich teuer. Ja. Currywurst mit Pommes, 5 Euro, das finde ich schon recht heftig. Und was ich noch heftig finde, ist, dass der Ketchup und die Mayonnaise nochmal 20 Cent extra kosten. Die Wurst war jetzt nichts und die Soße war auch eigentlich zu scharf. Bei 20 Gästen dauert es auch nicht lange, bis die unausweichliche Frage gestellt wird. Ja, okay. Alles klar, danke. Unangenehm für einen Gastgeber. Idyllisches Seepanorama und Currywurst. Was macht dich da satt, ne Currywurst? Was kann es Schöneres geben? Kommst du von der Schicht, was schön. So in der Natur, da muss man noch mal flexibel sein. Hm? Das hier geht überhaupt gar nicht. So Portionsmayo, die ich mir aus so einer Plastiktüte raussaugen muss. So, ein bisschen Mayo, ein bisschen Ketchup, ein bisschen Fett, ein bisschen Säure. Genau mein Geschmack. Mh, latschig, weich. Also richtig mit Fett vollgesogen. Weil der Markus eben die Pommes 2-3 Mal hintereinander in die Fritteuse steckt. Und die saugen sich einfach voll mit Fett. Mal die Wurst probieren. Diese Wurst ist viel zu fett. Ja, ist viel zu fett. Fettgeschmack ist so dominant, dass die Säure und die Süße der Soße bei dem Genuss der Wurst so mit eingebunden wird, dass nachher am Ende nur noch Schärfe rauskommt. Da soll mir noch mal einer sagen, Pommesbude kann jeder. Eine gute Currywurst und eine schöne Pommes herzustellen, ist wahrlich auch eine Kunst. Nach Currywurst mit Pommes gibt es zum Dessert italienisches Eis. Das sind aber sehr kleine Kugeln. Was kosten die denn? Euro, glaube ich. Echt? Aber ein teurer Preis. Ja. Klein, ja. Aber auch fein. Frisch. Finde ich richtig gut. So, Schokolade aber auch noch. Und wisst ihr was? Das ziehe ich mir jetzt in Ruhe rein. Kulinarisch gestärkt geht es zur Abstimmung. So, ihr Lieben, jetzt ist es soweit. Jetzt brauche ich eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Jetzt möchte ich, dass ihr euer Erlebnis oder das, was ihr erlebt habt heute, bewertet. Die Testesser können in 5 Kategorien maximal 10 Punkte vergeben. Die gesammelten Eindrücke helfen dem Sternekoch, eine realistische Auswertung vorzunehmen, wie der Imbiss, die Gerichte und das Personal bei den Gästen ankommen. Entschuldigung, darf ich mal zu euch kommen? Na klar. Ja. Super. Sag mir doch jeder mal ein Gericht, das ihr hier gerne essen würdet. Vielleicht eine Frikadelle oder ein Hackbraten. So Frikadelle mit Kartoffelsalat oder sowas? Ja. Oder Salat auch generell. Mhm, gut. Vielleicht Sie noch? Können Sie mir vielleicht noch einen Wunsch äußern, was Sie würden Sie hier gerne essen? Ja, vielleicht sowas in Richtung Hawaii-Toast oder sowas vielleicht. Mega! Hawaii-Toast! Das hat er gesagt. Alter Schwede, ey. Das ist ja geil. Ja. Du bist ja der Hammer, ey. Entschuldigung, das ist so geil. Du bist, komm her. Ja. Hammer, Toast Hawaii. Ja. Ich muss mich erst mal beruhigen, ey. Alter, was ist das für eine mega Idee? Da wäre ich in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. Hier Clemens Willenroth hier.
An Clemens seinen Spitzengang hier, Mama. Mach ich. Komm klar hier, ey. Das Seeblick-Team hat es geschafft. Das Testessen wurde zumindest serviert. Jetzt können sie nichts anderes als abwarten. Markus' Freundin, die im Dorf einen kleinen Blumenladen führt, kommt zur moralischen Unterstützung. Und wie ist denn so gelaufen? Na ja, so ein bisschen gemischte Gefühle habe ich ja schon. Okay. Also ich glaube, so nicht so ganz gut war heute. Die beste Seite haben uns heute nicht gezeigt. Hallo. Hi. Hallo. Wir kennen uns noch gar nicht. Nein. Du bist? Ich bin die Gerda. Und? Kosak, ich bin die Freundin von Markus. Ach so. Ja. Okay. Ich habe die Bewertung hier, der Testesser. Jetzt werde ich ins Hotel gehen. Ich werde alles auswerten mit meinem Team zusammen und morgen sehen wir weiter. Ein langer Tag geht zu Ende mit wirklich vielen Eindrücken und vielen Sorgen. Markus' Geschäft läuft nicht, die schlimme Krankheit. Was soll ich sagen? Ich kümmere mich erstmal hier drum.